Hey Gauda, Alter, was willst du denn hier? Willst du hier zocken, ne? Kein Problem. Viel Spaß hier, ne? Aber wir sagen's dir, wenn du cheatest, wirst du hier gebannt, gekickt und dick in den Arsch gepoppt, ne? Also, Spaß, happy fracking. Ich kauf die Schnecke. Hab hier heute schon 50 Euro an der Seite gelegt. Fehlt ja nicht mehr viel. Nö, also bei dem Verfall vom Rubel kann ja nicht lange dauern, da reichen die 50. Noch ein Jahr Sanktionen, dann ist der Drops gelutscht. Eben. Machen wir da militärische Sanktionen, wenn es sein muss. Ich sitze direkt an der Quelle. Das heißt, hast du jetzt umgerechnet schnell? Ich habe mir die Anzeigen gerade geguckt. Gelesen. Du bist doch total zugekehrt, du weißt doch überhaupt nicht, wo wir lang gehen. Ja, genau das. Das. Ich bin, das meine ich, Martin. Weißt du denn überhaupt, was passiert ist? Ja, ich habe es gerade gesehen. Du bist auf eingeschlafen und auf J gefallen. Nein, ich bin nicht auf J gefallen. Ich bin den Fluss entlang gefahren und auf einmal sackte mein Panzer nach unten weg und dann stand da, du wirst ertrinken und ich kam nicht mehr weiter. Ach, du bist ertrunken. Siehst du, bei mir ist es im Sand passiert, dann bin ich wahrscheinlich in den Sandsturm geraten. Wie? Ja, dann musst du, wenn du mir das Bescheid sagst, dann mach das einfach, dann mache ich mein Mikro aus. Kommt das jetzt, wo die Melonen knackt und wir dürfen es nicht hören? Nee, die will jetzt ja irgendein Lied aufnehmen. Ich bin jetzt mal kurz... Ton weg, okay? Ja. Truppenbetreuung, fein! Die hat jetzt bestimmt schon Hula-Rock an. Meinst du, der Juhu! Hört ihr das? Ja, aber das passt irgendwie nicht zu dem Alter deiner Frau. Das ist mehr Oma. Darf nichts sagen. Ja. Gott. Frederik, im Forum musst du dich anmelden, ne? Match. Er fährt doch nicht wie ein KI-Panzer. Das sind KI-Panzer. Ja, das war ein KI. Button, button, button. Ah, oh, ich bin verrückt. Die Bombe, die ist weit links von mir auf den Boden gefallen. Das hätte ja eher die ZSU erwischen müssen als mich. Ja. Die ZSU fährt weiter. Das bin ich. Lass mich leben. Ja, ich gönn's dir auch, aber da siehst du doch mal wieder, was für eine Scheiße hier gerade wieder abgeht, oder nicht? Okay, Männers. Wir sind bei Blau, ich hoffe die anderen auch. So. Nein, ich hänge in dem Berg, ich bin in dem Berg gespawnt. Danke, Gaijin. Fahrzeug. Ja, nur mit Fallschirm. Oh, Bobby macht einen Tanz. Nur, dass ich nicht schießen konnte. War natürlich der erste Treffer direkt wieder der Geschützverschluss kaputt, ne? Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist wieder was für meine Fail-Competition.
Was denn? Solltest du ja mehr machen davon. Kann mich hier einer rausziehen? Ja, ja, sofort. Schauen wir mal. Das Blut muss spritzen. Und du, das macht nichts mit dem Blut, es ist biologisch abbaubar. Ich werde meinen Fuß sowas von weit in deinen Arsch hochtreten, dass du mir ohne Mühe die Nägel abkauen kannst! Da hängst du. Fängt ja gut an, der Abend. Oh. Ja. Das ist das AK-47 Sturmgewehr, die bevorzugte Waffe eurer Feinde. Das ergibt einen ganz speziellen Sound, wenn damit auf euch geschossen wird, also vergesst ihn möglichst nicht. Das sehen wir auf der Karte. Aber ja, er wollte doch aber nur was erzählen. Lassen doch mal. Ja, ich hab doch gesagt. Ja, aber es ist ja auch ja schön. Den Start, das wusste ich nicht. Doch, die war tot. Er hat nur gesagt, der hat so gefunden. Ich bin raus. Jetzt werde ich von meinem eigenen Kumpel hier abgeschossen. Weil der den Kill haben will. Es ist doch jetzt ein Scherz, oder? Der Sherman hat mich rausgenommen, der 105er Sherman. Häng noch nicht dran. Ah, die hat schon. Boah, es ziehen drei Panzer dran, ne? Ja, nicht. Feuer das Mobbing, ey. Ich glaub's ja wohl nicht, dass wir durchkommen. Wir verschaffen den gerade Punkte. Der, sein Geschütz war uns kaputt. Und wir verschaffen uns auch gerade Punkte. Ja, seine Kette ist ab. Ach, ich mag diese MGs von dem Ding. Würde ich und Nation vorbereiten. Ja. Und Amis und Briten. Amis und Briten. Dinge, Reihe, Rose, Große, du bist nur so dumm. Beweg dich, Martin, bevor dein Wort geht. Welche Mobben. Diese kleine Kinder. Oh, ich hab sogar seinen Pfarrer ausgeleitet. Warum funktioniert Shadowplay nicht? Ich hab gleich keine Munition mehr. Das ist scheißegal. Draufhalten und Spaß haben. Hey Leute, er kann wieder seine Kräfte bewegen. Kette. Auf die Kette. Das wird nicht. Der hängt drin fest. Kann man nichts machen. Dann lasst mal los. Ich danke euch. Ich werde das schon hier irgendwie. Ich warte, bis der Gegner kommt. Ich zieh dich raus. Ich auch. Hier wird niemand hängen gelassen. Noch. Ich lad noch nach, leider. Also die Kanone ist wieder ab. Oh, oh. Ich gehe auf die Kanone. Und ich gehe auf die Ketten. Oh scheiße. Ja. Ketten weg. Oh scheiße. Tut die Kanone kaputt machen. Andere Kette auch weg. Schön. Der ist sowas von gemobbt. Und seine Haut will ich gerade nicht stecken. Ich lade wieder nach, ewig. Ich habe keine Munition mehr, Leute. Oh, ein Achilles hilft uns. Jetzt hat er ein Problem. Der braucht Schussfeld, der Achilles. Also der Achilles Platz? Ist weg, da ist ein T-34. Na scheiße, und ich habe keine Munition. Bin mal kurz weg, bin also da. Kommt durch den nicht durch, das ist wie...
ist doch nicht durch uns durchgekommen. Oh Mann, ich sehe nicht, auf was, was da auf mich ist. Ah, Aleo. Wie hat der es geschafft, da jetzt dreimal abzuprallen? Oh fuck, das ist eine Maus. Oh weh, jetzt bin ich glaube ich tot. Jupp. Jupp, Adams. Und der Gegner wundert sich, wo der Feind bleibt. Noch mal gucken, was ich da noch mitnehme, was ich nicht mitnehme. Radeberger, lad mal in Feed ein. Warte mal kurz, ich bin auch noch am Dings zum Basteln hier. Warte, ich lade dich ein. Komm schon, Operation verarbeiten, ich warte. Operation verarbeiten. Hast du dich nicht gestern lustig gemacht, dass ich schlechtes Internet hätte? Weil ja. Ich gesagt habe, Operation verarbeiten. Ich hab gutes Internet. Ja, du hast aber lange Operation verarbeiten. Das liegt doch nicht an meinem Internet. Was hast du gestern gesagt? Ja, das Internet ist wieder OP, wir zünden wieder das Forum an. Jetzt geht das wieder los. Ich bounce ständig mit meiner Leitung an den ihrem Server. Du auch? Das hat sich jetzt schon gelohnt, mal ja. Geht das so vielen Leuten so? Das ist doch fantastisch. Das ist bestimmt russisches Internet. Ich sage immer, der Pole klaut wieder was. Wir müssen alle in die gleiche Richtung. Das wollte ich gerade sagen, alle ziehen in eine andere Richtung. Das wird ja eh nichts. Aber der Felsen, der bricht doch nicht, so wie er es in echt machen würde. Gleich schon. Kommt. Bei mir aber schneller gehen. Hab ihn, komm hin. Sag nicht, du brennst, Alter. Natürlich, das war eine Jack 9. Da kannst du mir nicht erklären, Alter. Der hätte einen Arsch geschossen, Alter. Könnt ihr mir eben reparieren helfen? Ja, ich bin noch da, keine Sorge. Alles gut. Ja, der kommt wieder. Du, der kommt wieder, dann mach ich. Der kommt, gut. Da ist er, da kommt. Der soll doch kommen, der trifft nicht, du triffst nicht, haha. Oh, bin doch kaputt. Sagt der Treffer. Kann ich schießen. Dann halt wieder nochmal. Wächter, ey. Los, Wächter. Der kommt zurück. Der kommt. Der schießt jetzt auf uns. Immer noch dieses schwule Flugzeug. Ja. Oh, da oben ist ja was. Da ist ZSU-57! Hat mich. Ne? Du bewegst dich aber. Bist du eigentlich schon komplett frei, eigentlich? Gott, was ich jetzt für einen Benzinverbrauch gerade hab. Boah. Kann er es wohl? Der hockt oben im Dingens, zwischen den Steinen da. Ich hab's gemerkt, ja. Also am besten fährst du zurück im Wald, das ist ein... Ich werde hier gerade von einem Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg in meinem Leopard 1 nach und nach zerschossen. Will ich das Spiel verarschen, oder was? Ne, ich kann nicht mal den Turm nach hinten drehen, hier ist irgendwas komplett blockiert im Panzer. Und wenn wir dich rammen? Ja, versuch mich mal zur Seite zu schieben, vielleicht geht das. Das gibt nichts, du kannst mit dem Ding hier nichts machen. Du
Die entdecken dich sofort. Wenn du einen Schuss abgibst, dann irgendeiner schießt auf dich. Und wenn es nur mit dem MG ist. Was will man machen mit so einem Teil? Das fällt mir nicht viel zu ein. Oh, das nehme ich auf. Ich habe wieder Ping-Pong-Granaten. Dann wollen wir mal. Hayabusa. Aber auch von einer Seite. Sonst macht das keinen Sinn. Und zwei müssen ziehen. Oh! Ne? Bei mir ist es gute deutsche Westproduktion. Den hab ich noch nicht. Ich hab eine Internetleitung, die ist aus Grubstahl, die kriegst du nicht kaputt. Aus Grubstahl. Oh Gott, das werden wieder Best ofs, ey. Fails, ja. Best of Fails, ja. No! Warte, wer immer kurz passiert, habe ich ein bisschen mehr PS. Oh, ich habe jemanden gekillt mit der Adi. Keine Chance. Der hängt fest. Nein, Jungs, geht kämpfen. Nein. Ich hab einen Host mit penetriert. Ich bin eine halbe Karte auch noch. Scheiß Panzer, der taucht gar nichts. Dann nimm T3485. Nein. Ich hab noch einen Gutschein, ich nehme den nochmal. Scheiße, ich habe nicht genug Punkte. Ich habe Angst, ich ziehe mich jetzt zurück. Jetzt mache ich den platt, jetzt mache ich sowas von platt, Alter. Das ist doch mal was für ein YouTube-Video. Guck mal, aber das ganze Team ist hilfsbereit. Ja, das ist schon. Ist ein Erlebnis für sich. Doch könnte das ein Video werden. Also, ich starte ein, jetzt wem? Kiluminati. Richtig. Ich bin gleich aus dem Battle raus, das Battle ist gleich vorbei, Moment, wo bin ich? Ach, da ist sie wieder. Die herzallerliebste ja, Prinzessin-Stimme. Ich träum von der schon morgens im Bett. Der Patrick hat gesessen auf deinem Stuhl. Du brauchst sie aber zuschlagen. Jetzt sagt sie gleich, und wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der Patrick hat von meinem Tellerchen gegessen. Und wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Radeberger! Nein, wir lachen nicht. Lachen wir eigentlich gar nicht. Wir haben nichts zu lachen. Wir können gar nicht lachen. Lalalala. Hallo. Oh. Er hat's beendet. Ritueller Selbstmord. Da. So. Die kommt so auf dich zu und dann sagt sie so mit ihrer verrauchten Stimme, die sagt: Ich hab dich lieb! Und dann sagst du nur: Tu mir bitte nicht weh. Manchmal muss die Liebe streng sein. Oh ja. Okay, kann ich mich einladen. Unerbittlich. In Catman. Illuminati, machst du mir bitte bei DFT. Bist du bei DFT drinne? Mit Steelpick laut Karte an der Ufer an der Uferkante steht ein Panzer. Meiner also, Seite? Ne, auf der anderen. Gegenüber von dir. Gleich eins aufs Maul. Ah. Ich hab echt zu langsam die Schnauze voll. Ich hab keinen Bock mehr, gegen die Russen zu fahren. Die ist eine Su-152, brennt. Die hab ich viermal frontal gekrittet, ne? Meine brennt. Ist unten auf diesem weiße Jetfenster? Ja, ja. Radeberger, jetzt nimm den Finger aus deiner Frau, damit wir hier in Ruhe spielen können. Dann rutscht das auch nicht so.
Die zeigt mir gerade eklige Bilder. Oh. Ja, Baby, komm. So, und da hast du oben diese Lupe, diese Suche, ne? Ich bin schon drin. Drin? Oh, hier bin ich richtig. Ah, also ich sehe nicht. Woanders musst du richtig viel zahlen am Telefon, um sowas zu hören, und hier kriegst du das umsonst, ey. Männer, beide Hände oben auf den Tisch. du verlangtest von mir, Briten zu fahren. Aber ich kann ein Flugzeug nehmen, dann tue ich das doch einfach mal. Richtig, ich kümmere mich kurz um die Überlegenheit. Ich bin kaputt. Wo kann ich denn schon ein Flugzeug spawnen? Was habe ich denn gemacht? Ich bin immer von rumgefahren. Das ist ja schon interessant. Hä? Ich habe leider nur eine P39. mm, also ich kann mit Dachpanzer und damit durchschlagen mit der Kanone. Ich hab 30 Schuss. Bist du dumm oder so was? Der ist an mir abgeprallt, während ich seitwärts aus der Deckung rausgefahren bin. Ich weiß nicht, man sagt es halt! Ich weiß nicht, man sagt es halt! Eskimo-Mösen sind entsetzlich kalt! Eskimo-Mösen sind entsetzlich kalt! Schönen Dank, du Arsch! Problem ist nur, wir verlieren die Runde gerade. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Was hat mich denn jetzt erwischt? Ach scheiße, Wirbel. Jan, komm zu mir. Ich hab eh nur eine Kanone. Ich weiß nicht, ob die groß ist, mit 60 mm durchschlagen. Ich hab ihn. Schön. Mit einem kleinen T-34 von 1943. Zweimal ist der bei mir gebounced, aus 10 Metern Entfernung. Mach ein Video oder was? Ach, scheiße, Flak. Geht doch echt nicht. Und dann machst du auch noch platt oder was? 3. 4-3? Ja. Um Gottes Willen. Komm, Radeberger, lass ihn noch einmal quietschen, bitte. Dann bin ich auch fertig. Lass ihn quietschen nochmal. Die wollen dich nochmal quietschen hören, so wie... Oh, schalala. nee, scheiße. Toll, jetzt hat er sie munter gemacht. Ist das bescheuert, ey. Ach, ehrlich, ne? Reichlich, ja. Ganz reichlich. Wenn man das aufnehmen würde, ey, das wird uns keiner abkaufen. Ich stell mir das die ganze Zeit schon vor, diese Frau bildlich vor meinem geistigen Auge, wie die da im Kettenhemd um die Ecke kommt, mit einem Cowboy-Hut auf, eine Zigarre im Mund, ey, ich hab dich lieb. Weißt du, das Bild, was sie sich vorstellen? Kettenhemd. Vergiss den Cowboy-Hut, fette Tabak-Dings in der Schnauze. Oh. Ist das kleine zierliche Ding, was du eigentlich bist? Ich kann mit meinem Arsch Melonen knacken. Ist die sich wieder oder was? Ich sehe den nicht mehr. Der ist schlimmer. Jetzt ist er hinter dem scheiß anderen Panzer verschwunden. Und jetzt bin ich von irgendwann abgeschossen worden. Ach, lieber. Oh, da ist noch eine KV-2. Da mache ich meine Aufnahme von, das ist gut. Und da könntest du herrlich Flugzeuge schießen. Kannst du im Panzer jetzt nicht. Nee, aber ich wollte es ja mal zeigen. User joined your channel. Wer ist denn da gekommen? Der Möp wieder. Moin. Ja, hallo Möp. Ich muss immer leise eintreten, also sag ich nichts. Ja, so ist. Schießt auf uns.
die so schön ist. Du kriegst dieselbe Antwort wie immer. Panzerfahren. Fahr ich mit. Wir sind voll, wir sind vier Mann in der Squad. Aha, ich seh. Also ich weiß es von meinem Kollegen, da ist er am Schützenverein und ist... wie kann heißt, denn der Richtschütze ist auf mich... ein, das glaub ich doch nicht, wie kann der denn schießen, wenn der Richtschütze dort ist? Das gibt's doch nicht! Und seine Lieblingswaffe ist die K98. Ey, wie geht und das? Das ist ein Gewehr. Klärt ihr ihm mal auf, was ihr vorhin beobachtet habt? Raibun, wir haben vorhin Folgendes beobachtet. Es gibt's einfach nicht, jetzt krieg ich schon gegen Britenpanzer nichts mehr hin. Raibun? Ja, bitte. Raibun, hallo. Raibun. Ja, ich höre dich. Raibun. Hallo? 1, 2, Test, Test, Raibun. Boah, Martin, rede mit mir, lass mich vom Server runter. Ach, hi. Hi, Raibun. Wie geht's dir? Was ist? Geht's dir gut? Nein, sag. Vorhin. Bist du sicher, dass du noch was kannst sehen? Bei dem Leistung. T3485 eben, ja? Wird unserem lieben Tudel, war das, glaube ich? Nein, nee, Frederik. Ja. Turmcrew rausgeschossen. Eine Sekunde später war der Turm wieder besetzt mit 9 Leuten. Wahnsinn. Mhm. Ja, jetzt hast du übertrieben. Ich hab eben der eine, der rausgeschossen war, war sofort wieder da. Der Schütze. Der Scharfschütze. Ja. Ich hab gerade eben einem Grand 1 den Richtschützen rausgeschossen. Im gleichen Moment schießt er, wo ich mir denke, hä? Ja, das ist so einfach zu erklären. Da ist. Nee, nicht im, also auch eine Sekunde später. Da ist der sterbende Ladeschütze nach vorne auf den Abschussknopf gefallen. Ah, ja, okay, gut, da ist natürlich. Sterbende Richtschütze. Der mit ohne Kopf. Und der hat dann ab. Ich hab gar kein G drauf. Und ich bin raus. T34 gemacht. Ich kann es gleich markieren. Ey, warte mal, MC ist auch raus. Ja, hier oben kommt sogar ein KV-2 angejuckelt. Was? Ja. Oh, da mache ich ein Video von. Wisst ihr, von wo der mich abgeschossen hat? Na. Unten von B. Hier was? Oben im Berg, durch 25 Bäume durch. Gründlich zielen, dann frisst er auch. Sektor DV. Auch Ulk. Ja, das war definitiv Ulk. Also da brauchen wir gar nicht drum herum diskutieren. Oh, das war's. Der ist er wieder. Frederik, bist du noch da? Nee, ich bin komplett raus. Wer ist dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Wozu sind Sie einzig und allein in der Armee? Um das zu tun, was Sie mir sagen, Drill Sergeant! Gott verdammt! Sie sind ein verfluchtes Genie! Das war eine hochintelligente Antwort! Sie haben wohl einen Intelligenzquotienten von 160! Sie sind eine außergewöhnliche Begabung, Private!